Juhu, Schrotflinte. Die 31 Mal. Das ist der Hammer, wie breit die hinten ist, oder? Ja, die kann man sich gut auf die Schulter legen. Haben wir wieder ein paar vernünftige Waffen. Oh, okay. Okay. Haha, Fetti. Betätige den Schalter, neues Ziel. Ja, ich mir aber erstmal die... Hey, Blasco! Genau richtig! Los, jetzt sind wir schon Blasco. Weil BJ ja nicht reicht. Reicht als Spitzname. Okay, der ist hinter dir. Renn, renn, renn durch die Tür. Sehr gut. Ja, nicht so geil durchgeslidet. Nee, sah nicht ganz so cool aus, aber mein Gott. Was hat der für ein Riesenteil dabei? Damit stemmt er aber die Türen auf. Wahnsinn. Wie so ein Wagenheber. Okay, gegen Deckung, nicht, dass von hinten jemand kommt. Von da wird es dann schon kommen, oder? Ja. Oder von auch nicht. Da. Hier schon da liegt die Sau. Ich glaube, es hackt. Schau durch. Ach, schau mal, wo wir jetzt sind. Ja. In dem Bereich wieder. Das kennen wir doch. Ich habe gesagt, es wird langsam ein bisschen Zeit für Action wieder mal. Da oben die Anlage gleich wegschießen. Oder? Ja, ich weiß, ob wir da überhaupt lang müssen. Ja. Besser ist besser. Was? Noch mehr! 3 Uhr, 9 Uhr! 3 Uhr, 9 Uhr, ja. Das eine ist viel zu spät, das andere ist viel zu früh. Noch da, 3 Uhr müsste noch da sein. So, lass mal gucken. Achso, da geht es dann weiter eh durch. Ja. Jetzt hier wieder zurückrennen oder was? Hinten durch, ja. Weil ich hier von links, achten, das ist eine Selbstschussanlage. Ja. Ah, hier haben wir ganz schön Bums drauf. Oh, okay. Ups. Fuck, 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 fuck! Vielleicht zur Schrotflinte wechseln. Das wird ganz gut gegen den. Im Nahkampf, so ein bisschen halt. Oh, der ist ja krass. Voll der gepanzerte Typ. Jawohl. Okay. Was ist das denn für einer? Wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr von ihm sehen jetzt. Also ganz cool detailliert, die Figuren. Ganz cool gemacht, ja. Auch hier mit den ganzen kleinen Reliefs drauf. Der schick angezogen. Ja, auch nicht viel drauf. Oh, ja, nicht zu viel staunen. Ich hab den bisschen auf den Präsentierteller in der Mitte. Zwischen diesen Maschen bereitstehen. Ja, jetzt sind wir dankbar für das Hundefutter. 5 Lebenspunkte. So. Wo schießen die Deppen? Lass mal loswerden, ja. Müssen wir überhaupt hin? Irgendwie nach da unten. Aber wenn wir einen Typen los sind, ist alles ein bisschen einfacher. Oh, Granaten ist auch mal gut. Das brauchen wir alles. Akimbo-Messer. Das geht auch, oder was? Jetzt geht's los. So, wie weiter, ne? So, jetzt kommen wir raus, ihr Spinner. Da oben. Das ist einer von den harten Burschen, oder? Ja. Ach, guck mal, das geht auch. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig geschnallt. Sonst ist es ähnlich wie beim letzten Call of Duty. Wenn man hier an der Ecke ist, dann siehst du ja diesen kleinen Pfeil. Ach so. Wir haben ja jetzt immer mit der oberen Schultertaste und dann so rausgelehnt. Ja.
Du kannst auch einfach, wenn dieser kleine Pfeil da ist, kannst du einfach über Gimbal und Korn zielen drücken. Also die unten. Die zielen. Das ist ja cool. Da muss man die Finger nicht ganz so verknoten oben. Guck mal. Zwei von den Schrotflinten. Na dann, alles super. Wahnsinn. Du kannst auch jederzeit, glaube ich, mit Digi-Kreuz oben zwischen Akimbo und nicht wechseln, dann dauert es nicht so lange. Ja, werf du mal eine Granate. Voll gemacht. War schon hell ist geworden. Sie mir nochmal gezeigt, wo ich hinschießen soll. Ach so, jetzt haben wir hier alle. Doch noch nicht. Oder? Doch. Ja, jetzt macht er das Tor auf. Da hinten noch irgendwelche Sachen, wo die rausgekommen sind. Hunde, ich glaube, du musst ihm ein bisschen helfen, sonst nicht, dass er ein bedrängendes Gerät so lange. Ja. Das muss der aushalten. Nee, von hier sind wir gekommen gewesen. Ja. Oh, Sorge für Unterstützungsweise jetzt, sonst kriegt er gleich auf die Mütze. Na wo? Da vorne jetzt in den Mittelgang wieder. Ich will jetzt keine Munition dafür, dieses eine Geschütz verschwenden. Da. Ach, hier. Sehr schön, durchgeslidet. Ja, aber alles in Crisis gelernt. Ich habe gelacht. Hier, jetzt am Hundefutter. Da! Der hat es noch nicht genau jetzt. Oh, sieht aus hier wie der Dings. Der Gefängnisgang auf dem Todesstern. So, na ja. Den Monitor haben sie ein bisschen so im Licht. Ja. Na, Spaß. Au, oh, au. Oh. Aber doch nicht so viel Quatsch. Ach, fuck. Weißt du, was mich total immer dieses irritiert, dass man ist es so gewohnt aus den Shootern, dass wenn du kurz vorm Tod bist, halt du den ganzen Bildschirm rot hast. Und hier musst du ja immer ein bisschen auf die Zahl dann am Ende achten. Ich hätte jetzt echt nicht dran gedacht zu gucken, wie gut es mir eigentlich geht. Weil wie immer geht es mir viel zu gut. Ey, aber die sind echt... Die sliden wir sogar weg. Ja, die gehen sich voll in Mühe. Naja. Na schön halt, ne, mit dem... mit ihrem Verein da Zelten gegangen und so und im Wald. Boah. Ja, gab's doch da. Ja. Hier schau dir mal den Dreck an, den man hier macht. Den Dreck. Stallt halt ein bisschen die Wände neu. Aber auf Rot stehen sie eigentlich, also da dürften sie eigentlich nicht beschweren. Nee, passt doch an, sie haben schwarze Uniform, ein bisschen Rot dazu, noch was Weiß an der Wand. Würde sie zu Deutsch sie applaudieren mit Kugeln. Die Farben passen. Okay, also ganz ehrlich, da kann man nichts sagen. Das ist shootermäßig, ist das super. Oh, Achtung, hast du noch beschossen? Alles richtig. Zack. Es liegt da liegt der Beste, oder? Da rechts, rechts von hier? Ja, ja. Also Schrank mit Zeug. Die ganzen, also ganz ehrlich, das so richtig auf Dauer finde ich es ein bisschen nervig, dieses Dauereinsammeln. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er einfach sich schnappt, was da automatisch einsammelt. Zumindest so bestimmte Sachen, so Munition oder so. Halt, ne, weil die willst du eh nie liegen. Ja, oder Rüstung. Entweder bist du halt voll, genau, oder halt nicht. So Rüstung könnte auch eigentlich immer aufnehmen. Bei Minipacks und so ist was anderes, aber Rüstung und Munition kann man auch beim Huberlatschen aufnehmen. Naja. Und das Hundefutter. Ich freue mich schon auf das Easter Egg. Da freue ich mich richtig drauf, kein Witz, ich finde das so cool. Da müssen wir übrigens auch gucken. Es muss irgendwo, ich habe heute noch ein anderes irgendwie von einem anderen gesehen, ja. Eine kleine Geschichte. Die kann man schnell übersehen. Also es kann sein, dass die. Ich weiß nur, dass es einem fünften Akt ist oder fünften Kapitel. Und liegt auf dem Bett. Nee, genau, das meine ich nicht. Das ist ja das, was wir. Ja, genau. Schon gesehen. Es gibt irgendwo eine Stelle, an der, so, die kenn ich der man nicht. Was sieht. Das habe ich auch schon gesehen. Okay. Ach, das ist dann, geht dann hier oben weiter. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich meine aber halt das für ein Easter Egg, wo man dann. Du meinst das spielbare Easter Egg? Retro. Voll zurückgebratzt. Warum sage ich denn so oft Bratzen? Weiß ich nicht. Das ist nicht. Sprachfehler.
Weil der Schießprügel so gefällt. Das war knapp. Okay, das hat die gut weggepratzt. Ja, vielleicht kann ich das etablieren, das Wort. Das gibt's ja vor. Ja, aber dass es wieder mehr benutzt wird, also wie Lausbuch. Das scheint doch nicht so hoffnungslos zu sein, wie ich gedacht hatte. Wie die mal da liegen. Nee, so ein tolles Wort aber ist jetzt nicht. Macht, kann ruhig, macht eure kann Türen ruhig. Hier bloß nicht zu weit auf, eure Schranktüren. Ja, aber er ist hier. Ich weiß schon noch, wie das geht. Zu so ganz grob. Ui, ui. Alles zu, leider. Die haben gerade noch geschlafen, die kommen gerade aus ihren Kojen raus. Auch heute schon im Gang schießen. Verdammt. Hier, siehst du, sag ich doch. Oh, goldener Helm. Gold entdeckt. Denkt dran, Leute, wenn ihr den malt, den Blaskovic, ein Helm ist Gold. Nee, eigentlich müssten wir die Aufgabe schwieriger machen. Wir wollen eine Skulptur. Eine Skulptur wäre geil. Würde ich mir hinstellen. So, ihr Skulpturen-Erschaffer da draußen. Jetzt habt ihr die Chance, bei Martin ins Wohnzimmer zu kommen. Also eure Skulptur. Schreibtisch, auf dem Schreibtisch. Oder auf dem Schreibtisch. So. Oder demnächst an unsere Deko, an der wir Heimat. Auch arbeiten. Oh. Lugi, Lugi. Na komm. Warte mal, jetzt haben wir gar nicht richtig aufgepasst. Ne, doch, das einen haben wir eingesammelt, das war der goldene Helm. Und hier ist auch noch was, genau. Das ist wahrscheinlich schon hier sind die Akten. Leg mal Code-Fragment. So schlecht sind wir jetzt gar nicht manchmal. Schau mal. Jetzt, hier sieht es doch super aus, da fehlt noch einmal Gold. Das haben sich im olympischen Team auch gedacht. So, was ist denn hier noch? Wupp. Zutritt nur für Befugte. Du bist halt nicht befugt. Schade. Das ist einfach nur ein Fetten. Oh. Wenn wir das Schrotflinte um die Ecke gucken. Oder mit zwei. Wenn wir schon dabei sind. Da bleibt er nicht lange stehen. Schon super. Da gibt's nichts gegen zu sagen. Ich weiß nicht lange. Blaskow, wir sind schon fast raus hier, also sterben Sie jetzt bloß nicht. Na gut. Danke für den Tipp. Ach guck mal, jetzt sind wir wieder in dem Hof. Ja, wo wir angekommen sind. Wir sind fast draußen. Sind wir noch ein bisschen was los, oben auf dem Selbstschussanlage? Ja. Die hat einen recht eingeschränkten Winkel. Ja, aber nicht, dass sie da vorbeilatschen. So viel Schuss braucht sie da nicht. Ist mal ziemlich schnell kaputt. Besser ist besser. Ist kaputt. Einmal Gold fehlt uns noch. Sehen wir es auf der Karte? Ist hier unten irgendwo? Doch, hier vorne, schau mal. Nee, ist eher im Wagen. Das Ausrufezeichen. Guck ich mal kurz um. Ah, nee, das ist bloß das Einsteigen. Genau, ist eher im Auto. Guck ich mal vielleicht noch mal kurz um. Vielleicht liegt das hier noch irgendwo. Oh. Au, au. Okay. Danke für den Umschau-Tipp. Waren das zwei Selbstschussanlagen oder was? Ja. Okay, also wenn sind man... dann aber, wenn man reintritt, dann war es das aber auch. Aber echt mal. Die haben ja hier ganz schön umge... Die habe ich auch gar nicht gesehen. Also ich habe die auf der einen Seite gesehen, aber auf der anderen habe ich gar nicht. Habe ich auch nicht gesehen, dass die da noch... Tja. Aber dich haben sie gesehen. Ja, offensichtlich. Oh nein! Das geht aber einigermaßen. Aber schon ein ganz schönes Stück. Ne? Das war bis jetzt noch nicht so, dass die Safe Points so weit zurückgesetzt haben. Schon. War wenig. Das ist schon jetzt so eine der Stellen, wo es halt mehr ist. Den goldenen Helm also, können wir noch einsammeln. Schau mal, in dem Ding zum Beispiel, da war... Wo siehst du den goldenen Helm? Nee, ich weiß nicht, ob er sich gemerkt hat, dass den goldenen Helm, der war ja vorne rechts gewesen ist gleich. Ob er sich das gemerkt hat, dass wir den schon haben. Und ob man den nochmal einsammeln muss.
Maschinengewehr, da muss man schon ganz schnell was in die reinpumpen. Dass die sich verabschieden. Boah! Wo ist es besser? Hat der uns gerade erwischt, unser eigener Kollege? Ich kam doch gerade von hinten. Ja, aber ich habe nicht das raus. Rechts, Achtung! Ach stimmt, das sind die zwei Langschläfer. Ob Friendly Fire gibt's hier nicht. Weder von dir noch von deinem Kollegen. Der hat's noch nicht. Der hat's. Letztes Jahr. So, gucken, ob der goldene Helm noch da liegt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war da drin, wo die beiden Typen rausgekommen sind eben. Hier vorne gleich rechts. Hier. Da müssen wir nochmal einsammeln. Nee, doch nicht. Da unten lag er im Schrank, nämlich unten. Da war er vorhin. Dann merkt er sich so eine Geschichte zumindest. Ja, das ist ja ganz gut. So. Na gut. Sehr schön. Ja. Aber wo liegt denn jetzt der letzte? Hier ist der Code, das Code-Fragment, haben wir auch schon gesammelt. Gut, dass die Gegner warten zum Glück und schießen scheinbar. Ja, sie könnten ja sonst den Hund treffen. Das wollen sie natürlich nicht. Das will ja keiner. Nein. Natürlich aufpassen. Wo kann denn das letzte Gold liegen? Das wär's noch. Dann hätten wir nämlich alles in dem Level gefunden. Das wäre schon cool. Nee, alles haben wir nicht gefunden. Schau mal, wir haben. Sammelbares, geh mal rauf, doch. Fehlt nur einmal Gold. Die Hälfte der Enigma-Codes fehlt. Ach, da oben habe ich gar nicht geschaut. Ich hatte nur die restlichen Sachen geschaut. Fehlt. Aber da sind wir wahrscheinlich schon vorbei. Ja, wahrscheinlich. Schade. Aber die anderen Sachen waren alle bis auf ein Gold voll, bloß die Enigma-Codes fehlt. Ne? Hier kommt gleich wieder der Kollege, genau. Und tschüss. Wir haben Vorteil freigeschaltet. Laden wir schneller nach, oder was? Bitte? Was wir denn wohl jetzt davon haben? Zu schneller doppeltes Nachladen, also schneller nachladen, oder was? Können wir mal kurz reingucken, was wir denn so... Bei Zerstörung sein, würde ich fast ausgehen. Nee. Nee, doch nicht. Dafür müssten wir noch einen mit einer Granate töten. Okay, ist nicht mehr viel. Und was ist hier? Indirekt durch Fallen lassen von Granaten. Ja, wenn die Granate werfen, die anschließen. Stöte durch Granaten oder Raketen, da brauchen wir 50 von, okay. Was bekommen wir dann? Okay. Kriegen wir weniger Schaden. Was haben wir hier? Darf man getötet beim Rutschen, das müssen wir mal machen. Mit zwei, musst bei mit Kimbo rutschen und dabei schießen. Ja, ach du Scheiße. Das kriegen wir schon hin, du musst nur dreimal schaffen. Was haben wir denn davon? Geh kurz hoch. Abschüsse mit einem Geschützstand. Aber das haben wir doch schon gemacht, oder haben wir noch keinen richtig gefunden? Vielleicht nicht richtig. Was haben wir denn davon? Erhöht die Laufgeschwindigkeit beim Sprinten mit zwei Waffen. Okay. Okay. Schaltet das Sammeln von Panzerung für schnell aufeinanderfolgende Abschüsse frei. Okay. Leere ein was? Ein vollgeladenes LKW ohne zu verfehlen. Was ist ein LKW? Wo war das jetzt? Hier haben wir doch. Ah nee, das ist Speer. Das ist alles leise. Das haben wir eigentlich mit schallgedämpfter Pistole, das haben wir noch nicht oft genug gemacht. Mit Messerwurf, das könnten wir tatsächlich jetzt mal noch mal ein bisschen machen. Mhm. Das sollte gar kein Problem werden. Das fehlt ja immer noch. Wo ist denn das mit dem, was wir jetzt freigeschaltet haben? Das müssen wir jetzt irgendwie mal in einem Areal irgendwo machen. Das ist ja schon ganz geil. Naja. Was ist das aus der Deko? Ja, Gott, wer weiß. Also Granaten, Gesundheit, bisschen. Einmal vielleicht mit dem Rutschen das probieren und Messer werfen. Achso, guck mal, das hatten wir noch gar nicht. Achso. Ja, guck an. Nachladegeschwindigkeit mit zwei Waffen. Das ist doch gut. Aber da. Moment. Ich wollte gerade sagen, da kann sich Martin drum kümmern. Aber Martin kann sich da nicht drum kümmern. Denn ich muss mich hier ganz kurz noch um die zwei Kollegen kümmern. Kümmern. Und dann fährst du mit dem Auto. Das richtig in der Hand, oder? Ja, das schaffe ich dann, glaube ich. So, was noch einsammeln. Kurz reinzoomen, irgendwo was blinken sehen, aber ich glaube nicht. Na gut. Ja, ich denke mal, da gehen wir jetzt kein Risiko ein. Wir fahren einfach in der nächsten Folge hier mit dem Auto davon. Raus aus dem Gefängnis. Genau. Also bis dann. Ciao.